Wo ist denn hier das Auto, die Büro? Also, dann gucken wir doch mal hier nach. Das kann doch nicht so weit weg sein. Ey, sag mal, hallo, weißt du denn, wo das Audi-Büro ist? Hallo? Hallo? Wo ist denn das Audi-Büro? Weiß ich nicht, lass mich schlafen. Hey. Ja, achso, Audi-Büro, hallo. Ah, guten Morgen. Herzlich willkommen hier im Audi-Büro zu meinem Audi Hamburg. Wieder mal ein Clip, mein Name ist Lars Leverenz, hier das brandneue T-Shirt, Free Drug Use, gerade im Audi-Shop erhältlich. Heute bin ich euch mal ein bisschen dazu. Wir sind hier, ich ziehe mich mal langsam raus, würde ich sagen. Müsst auch was zu lachen haben. Wie gesagt, Free Drug Use Shirt 1000 ist hier drin, für alle, die es genauso wissen wollen. 1000, der junge Mann hat mit Kunden ein Buch geschrieben. Es kommt nächste Woche Freitag raus. Wir haben es jetzt schon im Webshop. Es sieht fast so aus wie das Buch von Nagel, auch im Ventilverlag erschienen. 1000 und Kuller, Raven wegen Deutschland. Ey, ich hab's gelesen, als PDF bis jetzt nur. Das richtige Ding kommt heute, ist bei uns anders, aber schon vom Webshop gleich. Das heißt, ihr nett. Schön mal gerade so mal. Schön mal smart, schön mal verteilt. Dankeschön für alle, die diese Sprache verstanden haben. Ich weiß ganz genau, auch die Leute, die immer unsere Clips gucken, sind ziemlich international am Start, wissen, was man so für Sprachen auf der Welt spricht. Sehr geehrte Mitbürger, sehr geehrte Weltbürger, heute möchte ich ein paar Produkte aus dem Audi-Webshop präsentieren. Als allererstes haben wir heute brandneu in der Vorbestellung das neue und fünfte Album von Egotronic, was ich da schimpfte, macht kein Lärm. Bei CD plus Bonus-DVD inklusive des 10 Jahre Egotronic-Films Schlägerei zum Thema. Ich zeige euch das mal kurz. Hier ist die CD, SSK 0, hinten, hier, Tracklisting hinten, hier drin die DVD. Gibt es das ganze Ding, was heißt LP plus DVD plus CD darin, ist ein Bahnhof-Paket. Super Album, MGL, spitzenmäßig finde ich auch. Ich bin auch drauf, als letzter, ich habe das gesagt, vielen Dank, das ist schon mal Egotronic. Wie gesagt, das T-Shirt kommt dazu, Free Drug Use, gibt es irgendwie nur ein paar Stück von, auch im Webshop irgendwie. Super, super krass limitiert, zwei, drei Stück verkaufen wir davon. Dann möchte ich noch auf diesem Album hier kommen, von der Tantrenade, Hacker heißt das Album. Auf diesem Album ist eigentlich quasi alles drin, was Renate jemals gemacht hat. Ich verrate es hier ja schon mal. Alles, was Renate jemals gemacht hat, ist auf dieser CD online versteckt. Und hinter links, vorne, hinten, an der Seite, überall drin, der Tantrenade. Monster Kunstwerk. Kommen wir zum nächsten Punkt. Das Album von der Band Superschön. Kunstwerk heißt es. Die Kunstwerk von der Tantrenade, Gesamtkunstwerk. Ist auch super, ist gerade rausgekommen, auch bei uns im Shop erhältlich. Gibt es auch einen klassischen goldenen Vinyl, die hier schön ist. Das ist Wahnsinn. Bio, 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 bio. Alles total stark. Renate gibt es auch noch als Vinyl. Mega limitiert. Jetzt eine Sache, die ich euch noch ans Herz legen möchte: Spitzinger von Gisbert Knüpphausen und Klicky Decker. Frittenbude featuring das Fanmagazin Deine Eltern. Super schön, Captain Kappa. Das sind die ersten drei Singles der Vinyl-Singer. Die legt mal hier hin. Könnt ihr mal sehen, was passiert. Da hat sich gleich das Fan der erste Buchstabe hier im ganzen Ding. A. U. D. Später folgen noch ein paar andere. Das sind die ersten drei Singles. Müsst ihr hier einmal Flipside. Bam, bam, bam. Rosso, Salo, Blue, welche wollt ihr? Wo ist das Hütchen versteckt? Zack, bumm, Wahnsinn, super, hier. Der ganze Scheiß hier. Und was noch ganz wichtig ist, heute, 21. Oktober 2011, Stiffling Spinners Volume 1, Audits Finest Techno Selection, featuring Rampube, Gimmicks, Crink, Mendoza. Und wer ist da noch so drauf? Ich glaube, Calippo, genau, Calippo. Calippo. Zugucken. Wir sehen uns bald. Keep it positive.